Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter mit dem Gigaset Element Safety Starter Kit. Ich habe mir jetzt natürlich als erstes die Basisstation geschnappt und ich habe mich auch etwas schlau gemacht, denn Stromkabel steht sich von selbst, aber wir brauchen auch das beiliegende Netzwerkkabel, denn mit WLAN ist da nichts, bedeutet, wir müssen die Basisstation mit unserem Netzwerkkabel an den Router verbinden und die Kabel gehen von unten hier durch. Obenrum klappt das nicht. So, einfach rein damit. Das andere Ende dann an euren Router und dann, wenn ihr es je nachdem, wo ihr es hinstellt, hinhängen möchtet, ja, das passt. So, schnappen wir uns noch das Stromkabel und dann flitzen wir einmal rüber an meine Fritzbox. So, das noch dadurch. Komm her, du. Und, ja. Ja. Ah, so. Und dann kann ich das sogar dahinter drehen. So, rüber zur Fritzbox. Und wir schnappen uns unseren freien Netzwerkport. Einfach rein damit. Und das war es auch schon. So, als nächstes schnappe ich mir dann den Türsensor und da sind ja diese seltsamen Batterien mit dabei. So, da bin ich sehr gespannt, was wir denn hier überhaupt haben. Doch etwas ungewöhnlich, eine 3-Volt-Batterie. So, die kommt so rum rein. Einmal das. So, und dann steht in der Anleitung, ich soll mir erst den doppelseitigen Klebepatscher hier an die Tür kleben und dann das Ding draufpacken. Aber ich denke mal, ich werde es genau andersrum machen und das Ding erst zusammenbauen. Die Haken nach innen. So, und dann werde ich doch mal gucken, auf welche Höhe ich das Ding dann an die Tür packen werde. Und als letztes Teil im Starterpaket haben wir noch Motion, den Bewegungssensor. Auch hier packe ich zuerst die Batterie rein. Das ist auch wieder dieses lustige 3-Volt-Teil. Und dann ist mir aufgefallen, dass es bei Motion mehrere Teile gibt, was gar nicht mal so blöde gedacht ist. Denn die Batterie plus da. So, dann habe ich für vorne erstmal eine Abdeckung, denn ich kann Motion natürlich an die Wand montieren, am besten oben in eine Ecke und dann auch mit Schrauben. Hier habe ich auch die Halterung, liegt alles dabei. Ich werde das Ding, denke ich mal, nicht in die Wand dübeln, aber wenn man das dann gemacht hat, dass man dann auch ohne das Ding dann von der Wand zurücknehmen, abnehmen, montieren muss, dass man da trotzdem noch die Batterie dann tauschen kann. So, das ist das und jetzt packe ich trotzdem noch das hintere Teil rauf und dann suche ich mir eine ruhige Ecke. Na, das ist jetzt verkehrt. So, aber nicht verzagen, denn ich kann hier vorne das Ding wieder abmachen, die Batterie rausnehmen und dann da habe ich den Loslösemechanismus, um die Rückseite wieder abzumachen, wenn ich sie mal verkehrt. Ah, so, haha, haben wir das auch direkt getestet. Also, das auch. Das bedeutet für mich, ich packe jetzt die beiden Teile, verstaue ich im Haus, in der Wohnung oder welches Zimmer ich mir auch sonst damit ich überwachen möchte. Wohlgemerkt, gerade bei so einem Türsensor oder bei dem Bewegungssensor, da empfiehlt es sich, dass ihr da keine Fenster habt. Nicht, dass da draußen ein Vogel vorbeifliegt, sich ein Baum bewegt, ein Blatt, eine Papiertüte oder sonst was vorbeigeht und dann geht dadurch irgendwas der Bewegungssensor so los. Also da sollte man eigentlich drauf achten, aber das ist auch nochmal alles im Handbuch beschrieben. Ha, und das war noch gar nicht alles bei dem Türelement, sondern da ist zusätzlich nochmal eine Haltevorrichtung und an die kommt jetzt das doppelseitige Klebeband und dann soll das Ganze überhalb vom Türgriff befestigt werden. So, das bedeutet, auf diese Seite kommt jetzt das doppelseitige. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also einfach drauf. Okay, drück, drück, drück. Einmal abziehen und jetzt müsst ihr es richtig rum an die Tür packen. Bedeutet so rum, da steht auch nochmal oben. Und dann habe ich hier die Halterung und denke mir, ja, das sollte funktionieren. So, also wir drücken es einfach mal dran. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das auch später wieder problemlos abgeht. Das sah nach einem normalen doppelseitigen Klebeband aus. So, und dann schnappe ich mir mein Teil und hake es einfach nur noch drauf. Einrasten und das war's. So, das müsste jetzt auch
halten. Genau, da wackelt jetzt nichts, wenn ich auch die Tür zuklemme. So, das funktioniert schon mal. Und den Bewegungssensor habe ich jetzt einfach mal ganz oben auf den Schrank gestellt. Da werde ich noch rumexperimentieren, was ich damit alles einfange. Aber den werde ich jetzt noch nicht fest installieren. Da schaue ich erstmal, ob das nicht auch so funktioniert und ausreicht. Ihr müsst aber eins noch machen, da ist eine Schutzfolie drauf. Die habe ich gerade noch drauf gelassen, die vorher noch runterziehen. Als nächstes lädt man sich dann die Gigaset Elements App herunter. Ich habe das jetzt mal auf dem iPad Mini gemacht, damit man etwas mehr sieht. Es macht natürlich viel mehr Sinn, das auf dem iPhone oder auf einem Android-Gerät herunterzuladen, welches man ständig dabei hat und welches auch ständig online ist, damit man die Benachrichtigungen denn auch bekommen kann. So, dann die große Frage nach den Push-Mitteilungen. Natürlich, das ist ja auch Sinn und Zweck. Als nächstes muss man sich jetzt registrieren. Das klappt leider nicht ohne Registrierung. Also, wir registrieren uns einmal. Und wir sind eingeloggt. Hallo Mitbewohner, schön, dass Gigaset Elements bei dir zu Hause einzieht. In den nächsten Schritten richten wir es ein. Na klar, weiter geht's. Synchronisation. Drücke kurz den Pairing-Button an der Base. Danach klicke unten auf Weiter. Gut, dann hoppeln wir einmal rüber. So, der Knopf ist gedrückt und dann blinkt unten der dritte, bei mir zumindest. Gib den Aktivierungscode ein, der auf der Rückseite steht. Gummipunkte gibt's für die Eingabe des Aktivierungscodes, denn der beinhaltet nur Großbuchstaben und Ziffern und die Eingabe lässt nur Großbuchstaben zu, sodass man da nicht dauernd zwischen Shift und Normal hin und her wechseln muss. So, jetzt können wir das Ding noch umbenennen. Nennen wir das Ding natürlich irgendwas mit Faultier. Faultier-System. Das ist doch mal nett. Im Flur. Ja, genau. Door ist, ach so, genau. Motion hängt im Flur und Door an der Eingangstür. Klar, lasse ich jetzt einfach mal. Und dann öffnen Sie bitte die Tür, um den Türsensor aufzuwecken. Als nächstes schließen Sie die Tür wieder und danach klicke den Button. Ah. Super, du hast den Türsensor erfolgreich eingerichtet. Teste den Türsensor. Öffne erneut die Tür. Die Tür geöffnet. Door funktioniert. Yep. So, die große Frage, willst du dieses Smartphone mit deinem Account verknüpfen? Es ist zwar kein Smartphone, aber ja, erfolgreich hinzugefügt. Okay, damit habe ich jetzt hier die Systemübersicht. Bearbeiten kann ich wahrscheinlich nur umbenennen. Ja, habe die Eingangstür, die kann ich dann auch nur nochmal neu einrichten. Okay, und das war's. Und jetzt habe ich nicht den Bewegungssensor eingerichtet. Speichern. Das so. Also bei der Tür weiß ich jetzt, das funktioniert, aber er hat mich jetzt beim Einrichten nicht einmal durch die Gegend hoppeln lassen, dass ich da einmal das von und schon gibt es ein Update. Das laden wir natürlich auch noch direkt runter. Ah, das Update lädt sich anscheinend nicht von alleine runter. Dafür muss man dann in die Systemübersicht auf Base und dann auf das Update drücken. Willst du das verfügbare Update installieren? Natürlich, bitte immer her damit. Und das Update ist abgeschlossen. So, das bedeutet, mein System ist bereit. Ich kann jetzt damit loslegen und die nächsten Tage und Wochen damit zubringen, das Ganze intensiv zu testen. Natürlich dann auch in Verbindung mit den Smartphones, wenn ich unterwegs bin, ob ich dann eine Meldung kriege. Bin ich mal sehr gespannt, wie ich das simulieren werde. Und nicht zu vergessen, ich habe hier auch noch die Window-Erweiterung, also den Fenstersensor. Da bin ich auch noch sehr interessiert dran, zwischen auf, zu und gekippt. Also ob dann wirklich auch der Neigungswinkel an dem Teil funktioniert. Das gilt es noch als nächstes einzurichten und dem System hinzuzufügen. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.